Dann noch ein herzlich Willkommen noch in ganz kurz von mir. Ich habe die Ehre, durch die Tagung zu führen. Das heißt, ich werde kurz anmoderieren. Ich werde auch die Chats sichten, wo Sie gerne diskutieren, Fragen stellen, sodass wir dann im Anschluss an die jeweiligen Vorträge Zeit haben, diese zu diskutieren. Und den Auftakt macht jetzt als erstes unser Keynote-Speaker. Der hat als einziger 30 Minuten Zeit. Und zwar ist das Herr Nelle. Und ich hatte im Vorfeld der Moderation gefragt, ja, kann ich ein bisschen Lebenslauf, Vita zu den Leuten haben? Und Herr Nelle hat geantwortet, mich kennen Sie sicher. Alle, die bei ZB Med sind, kennen ihn sicher. Er hat, wie Sie gerade schon gehört haben, hier den Interimsdirektor nicht nur gemimt, sondern so ausgefüllt, dass er den Umbruch geschafft hat und dafür auch die Ehrenmitgliedschaft des VDB erhalten hat, aber sicher auch nicht nur dafür, sondern auch für seine Mitwirkung an dem Positionspapier der DBV zur Zukunft der wissenschaftlichen Bibliotheken. Also wer könnte besser den Anfang machen als er? Und damit möchte ich auch gerne übergeben an Herrn Dr. Nelle. Ja, liebe Frau Albers, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Liebe Gabriele Hermann-Kotz, lieber Dietrich Rippold-Schumann, und ganz herzlich auch lieber Willi Bredemeier. Ich habe in der Galerie gerade gesehen, dass Sie es sich nicht nehmen lassen, uns auch vom Krankenbett aus zu folgen. Ich wünsche Ihnen baldige und vollständige Genesung, denn Sie haben das Buch zustande gebracht und sind damit auch der geistige Vater unserer heutigen Veranstaltung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Zeiten der Krise sind immer Zeiten ganz besonderer Herausforderungen, aber Zeiten ganz besonderer Herausforderungen sind auch immer Zeiten ganz besonderer Kreativität. Und wir haben das allergrößte Interesse, dass wir uns nicht nur mit den Herausforderungen herumschlagen, mit dem Ziel, wieder genauso zu werden, wie wir vorher gewesen sind, auch wenn wir dankbar sind für alle sich abzeichnenden Erleichterungen, sondern wir müssen den Ehrgeiz haben, dass wir nach der Krise stärker dastehen, als wir vorher waren. Und insofern ist es vielleicht auch ein gutes Zeichen, dass wir die Veranstaltung heute in diesem Format durchführen können, wo, auch das konnte ich in der Galerie gerade sehen, eben doch Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland mit dabei sind. In meinem kurzen Beitrag wollte ich anfangen, ich bin ja auch gelernter Historiker, mit einem kurzen Rückblick auf das, was nach meiner Einschätzung die größte soziale Innovation, die größte gesellschaftliche Innovation des vergangenen Jahrtausends war. Ich meine die Erfindung des Buchdrucks um 1440. Das war nicht nur ein enormer technischer Durchbruch, sondern hat es erst ermöglicht, dass die Bücher, das Verfügen über Bücher keine Geheimwissenschaft mehr war, wo das einzelne Manuskript mühsam abgeschrieben werden musste, sondern eine Verbreitung an vielen technisch überhaupt erst ermöglicht hat. Aber dieses technische Potenzial musste auch gehoben werden. Und diejenigen, die dieses Potenzial gehoben haben, waren die Bibliotheken. Denn nur über die Bibliotheken wurde den vielen auch tatsächlich effektiver Zugang eröffnet, in denen die Bibliotheken die Publikationen systematisch gesammelt haben, die gesammelten Publikationen dann auch so erschlossen haben, dass man sie gut auffinden kann. Sie haben gute Umgebungen für die Nutzung dieser Publikationen geschaffen und sie haben diese Publikationen auch dafür gesorgt, diese Publikationen sicher aufzubewahren. Die Bibliotheken waren damit der zentrale Treiber, erst für die Renaissance und darauf aufbauen, das Zeitalter der Aufklärung und heute unsere wissensbasierte Industrie und Wissensgesellschaft. Und wenn ich dies in dieser Ausführlichkeit erzähle, dann nicht nur, um einen Rückblick in die Vergangenheit noch einmal verklärend zu richten, sondern weil ich der Überzeugung bin, dass dieses Vermächtnis der Vergangenheit auch die Messlatte für die Leistungen der Bibliotheken in die Zukunft sind.
Wir leben in einem Zeitalter der Veränderungen und Herausforderungen, nicht nur wegen Corona, sondern auch vorher hat es die Bibliothekswelt mit grundlegenden Veränderungen und Herausforderungen zu tun. Ein zentraler Punkt dabei ist das Thema Open Access, das, wie diejenigen, die mich persönlich etwas näher kennen, ja auch wissen, mir besonders am Herzen liegt, wo wir gerade im letzten Jahr, in diesem Jahr, vor ganz enormen Durchbrüchen stehen. Sie wissen, im letzten Jahr konnte der erste Deal-Vertrag mit Wiley geschlossen werden. Und letzte Woche hatte ich auch die aktuellen Zahlen dazu bekommen. Die Zugriffe auf Publikationen, die bei Wiley veröffentlicht sind, haben in der Zwischenzeit seit dem Vertragsschluss um fast die Hälfte zugenommen. Das heißt also, die Wissensnutzung hat um fast die Hälfte zugenommen. Und genauso haben die Zahl der Publikationen in Open Access in einem Umfang zugenommen, dass, wenn sie nach klassischen APC-Mustern hätten finanziert werden müssen, zusätzliche Beträge in einer Größenordnung von 10 bis 20 Millionen Euro erforderlich gewesen wären. Der nächste große Meilenstein, der jetzt ansteht, ist der 30. Juni. Das ist der Tag der Wahrheit, ob der zweite große Vertrag, den ich mit Springer Nature auch für die komplette Vertragslaufzeit zum Stehen kommt. Das hängt von einer adäquaten Beteiligung der bisherigen Subskribenten ab. Da sind die Zahlen so, wir liegen durchaus gut im Rennen, dass es gut möglich ist, das zu erreichen. Aber wir sind auch noch ein gutes Stück davon entfernt, zu sagen, da können wir sicher sein. Und sehen Sie es mir nach, wenn ich an dieser Gelegenheit auch als kurzen Werbeblock sage, dass ich mir wünschen würde, wenn auch zwei große Universitäten im südlichen Rheinland sich in den Teilnahmeprozess zeitnah begeben könnten. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung, für das ich ja arbeite, unterstützt seinerseits über zahlreiche Maßnahmen das Thema Open Access. Wir haben gerade wieder in Vorbereitung eine Neuauflage unseres Ideenwettbewerbs. Wir haben letztes Jahr den Zuschlag vergeben können für eine Kompetenz- und Vernetzungsstelle zur Unterstützung der Open Access Community in ganz Deutschland. Und was man, glaube ich, auch nicht oft genug sagen kann, die in der Projektförderung des BMBF sind selbstverständlich Open Access Veröffentlichungsgebühren förderfähig, genauso wie es bei der DFG und auf europäischer Ebene der Fall ist. Mit der Einführung von Open Access verändert sich allerdings auch der Sammlungsauftrag für die Bibliotheken. Dort, wo vollständiger Open Access gegeben ist, dort ist keine individuelle Erwerbung durch die einzelne Bibliothek mehr notwendig. Aber die Open Access Publikationen brauchen Unterstützung, Publikationsfonds, Publikationsinfrastrukturen, neue Publikationsformate, digitale Langzeitarchivierung. Ebenso verändert sich die Welt nicht nur für die Bibliotheken, aber durchaus grundlegend auch für die Bibliotheken im Zeitalter der Digitalisierung. Die Wissensproduktion verändert sich dadurch, dass Daten als Rohstoff immer unentbehrlicher, immer zentraler werden und neue Formen von Forschung so überhaupt erst möglich sind. Wenn man beispielsweise sich die Erdsystemforschung anschaut, ist die Zusammenschau von den Dingen, die sich auf der Erde, unter der Erde, im Meer, in der Luft vollziehen und ihre Wechselwirkung nur dann möglich, wenn man Daten aus ganz unterschiedlichen Quellen so zusammenführt, dass man daraus einheitliche Erkenntnisse zielt. Oder ZBMed ist ja auch eine Landwirtschaftsforschungseinrichtung, eine ökonomisch und ökologisch gleichermaßen tragfähige Landwirtschaft in Deutschland ist nur möglich, wenn man Daten so nutzt, dass der Ressourceneinsatz
so zielgenau und so sparsam wie möglich erfolgt. Oder als drittes Beispiel die personalisierte Medizin, die die einzelne Person eben nicht nach dem behandelt, was für den Durchschnitt der Bevölkerung richtig ist, sondern Behandlungen ermöglicht, die genau auf die einzelne Person zugeschnitten sind. Auch das geht nur, indem man ganz unterschiedliche Daten miteinander kombiniert. Genauso ändert sich auch der Wissenskonsum. Früher waren bestimmte Formate mehr oder weniger fest vorgegeben, dass man morgens seine Tageszeitung gelesen hat und abends das Heute-Journal oder die Tagesschau gesehen hat. Heutzutage mit dem Internet ist es immer individualisierter, auf welcher Plattform bin ich gerade unterwegs, mit welchen sozialen Medien. Ich suche mir meine Informationslandschaft nach meinen eigenen Bedürfnissen zusammen und riskiere dann allerdings auch, dass ich nicht immer nur mit Dingen auch konfrontiert werde, die ich nicht ohnehin schon wahrgenommen habe, sondern die für mich auch wieder neu und überraschend sind. Wir werden in unserer Zeit auch immer ungeduldiger. Informationen werden immer mehr in Realtime erwartet. Die Publikationen erscheinen nicht nur mehr dann, wenn das Buch oder die Zeitschrift gedruckt ist und auch nicht erst dann, wenn sie auf dem Server als E-Ausgabe verfügbar sind, sondern es bürgert sich in immer mehr Disziplinen ein, dass sie schon vorher auf einem Preprint-Server zur Verfügung gestellt werden. Und über die fertige Publikation hinaus wird auch der Hunger immer größer, so früh wie möglich Zugriff auf die Originaldaten zu bekommen. In dem Zeitalter von Fake News und alternative Fakten gehört zu dem Trade-off, dass die Bereitschaft zu einer qualitätsgesicherten Wissensfundierung zu sinken scheint. Aber das ist auch keine unabänderliche Entwicklung, sondern eine, an der auch die Bibliotheken mitarbeiten können. Für Bibliotheken ändert sich damit mit diesen Änderungen auch der Bezugsgegenstand für das Erschließen, für das Zugänglichmachen, für das Aufbewahren. Es ist auch dort nicht mehr das gedruckte Buch. Es ist auch nicht mehr nur das klassische Literaturprodukt, sondern immer mehr sind es auch Daten, nicht-textuelle Medien und Artefakte. Und was häufig übersehen wird, es verändert sich auch die Interaktion mit dem Nutzer grundlegend. Früher, und das war zu meinen eigenen Studien- und Promotionszeiten selbstverständlich, dass ich einen Großteil meiner Arbeiten in Bibliotheken verbracht habe. Das ist heute gar nicht mehr so selbstverständlich, dass der Nutzer in die Bibliothek kommt, sondern es ist vielmehr immer notwendiger, dass die Bibliothek zu ihren Nutzerinnen und Nutzern kommt. Daraus leiten sich neue Aufgaben für die Bibliotheken ab, wo es nicht nur darum gehen kann, inkrementell den Status quo einfach fortzuschreiben, weiterzuentwickeln, dasselbe künftig vielleicht nur mit digitalen Mitteln zu tun oder die digitalen Medien mit den überkommenen klassischen Mitteln zu bearbeiten, sondern es besteht die Notwendigkeit, Neues und das auch mit neuen Mitteln zu tun. Und dabei aber auf die vorhandenen Fundamente aufzubauen. Ich will das an drei Beispielen versuchen deutlich zu machen. Das erste Beispiel ist das Thema Forschungsdatenmanagement. Auch beim Forschungsdatenmanagement ist es gar nicht so viel anders als das, was ich vorhin kurz im Zusammenhang mit dem Buchdruck versucht habe anzureißen. Auch bei den Daten geht es um ein geordnetes Sammeln von Daten, angefangen mit den elektronischen Laborbüchern über das Einspeisen in Forschungsinformationssysteme bis hin zu dem eigentlichen Forschungsprozess. Es geht wie bei den Büchern, bei den gedruckten Büchern, um das Erschließen solcher Daten über Metadaten, über Thesauri, über Ontologie. Es geht darum, diese Daten auch tatsächlich
den Nutzer-Communities effektiv zugänglich zu machen, zum Beispiel über intelligente Suchfunktionen, über die Begleitung der Forschenden im Forschungsprozess, über die Vermittlung von Informations-, Daten- und Digitalkompetenz. Und eine große ungelöste Aufgabe in unserem Wissenssystem ist nach wie vor die Frage der digitalen Langzeitarchivierung, die ja nicht nur Bitstream, die Daten als solche, sondern die dazu verwendeten Werkzeuge und die Software mit einschließt. Die Frage ist, wie wird das Netzwerk von Repositorien in der Zukunft sinnvoll aussehen? Die Frage, wie gehen wir mit den rechtlichen Aspekten Datenschutz, Datensicherheit, Urheberrecht, all diesen Dingen um, muss jeder Einzelne im Forschungsbetrieb nebenher ein halbes Jurastudium absolvieren oder schaffen wir auch dafür ein effektives System, was sowohl diese rechtlichen Belange schützt, aber auch eine effektive Forschungstätigkeit ermöglicht. Und beim Thema Aufbewahren auch eine andere klassische bibliothekarische Tätigkeit. Es ist nicht möglich, weder in einem Magazin mit begrenztem Raum noch in einem Datenspeicher einfach nur immer neues Material hineinzunehmen und immer weiter anzubauen, sondern es muss auch eine qualitätsgesicherte Auswahl stattfinden. Das Aussondern, was ja auch in Bibliotheken eine lange Tradition hat, so dass die Dinge, die wirklich bewahrenswert sind, auch bewahrt werden und die Dinge, die sich überlebt haben, nicht den Platz für wertvolle Dinge versperren. Das gilt für den Forschungsbetrieb, aber für eine wissenschaftliche Bibliothek, die in einer Hochschule angesiedelt ist, gilt es natürlich genauso, innovative Angebote für die Lehre unterbreiten zu können. Zum Beispiel die berühmten Open Educational Resources, also praktisch Open Access Materialien für den Unterricht, wo es, wenn man sich im Netz umtut, eine schier unüberschaubare Menge von ganz unterschiedlichen Angeboten gibt. Auch hier gilt es wieder, die wertvollen Dinge zu sammeln, sie zu erschließen, sie Nutzerinnen und Nutzern gut zugänglich zur Verfügung zu stellen und das einmal Erarbeitete auch aufzubewahren. Und die Lernenden an die Studierenden an den Hochschulen zu erreichen, ist auch für die Zukunft der Bibliotheken selber ja enorm wichtig, weil nur so die Bindung der künftigen Nutzergenerationen sichergestellt werden kann. Deswegen lohnt es sich, darüber nachzudenken, welche spezifischen Angebote können Bibliotheken in diesem Bereich machen. Kleiner Vorschlag dazu könnte beispielsweise sein, dass man sich das Vorlesungsverzeichnis nimmt und versieht das mit einer qualitätsgesicherten Auswahl von Links zu Podcasts, die zu den jeweiligen Lehrangeboten gut passen. Und es gibt noch eine dritte Aufgabe und da helfen uns die neuen digitalen Möglichkeiten, wie wir heute mit dieser Veranstaltung ja auch gerade feststellen können. Wir sind nicht mehr nur darauf beschränkt, die Dinge, die wir tun, in unseren eigenen Räumlichkeiten zu gewährleisten, sondern wir sind in der Lage, digital auch in die Gesellschaft hinauszugehen und den dritten Auftrag, der amerikanische Stadtsoziologe Ray Oldenburg hat das den dritten Ort, the third place genannt, Bürgerinnen und Bürger über ihren Privatbereich und ihren beruflichen Bereich Teilhabe zu ermöglichen durch Hinführung zu Wissen und zu wissensbasiertem Handeln. Das ist die Voraussetzung für kritische Interaktion, für Reflexion, letzten Endes für eine mündige und verantwortliche Wahrnehmung der Möglichkeiten, die unsere Gesellschaft im Zeitalter des digitalen Wandels zur Verfügung stellen. Deswegen sind solche Veranstaltungen, wie wir sie heute haben, sehr wichtig. Genauso Willi Bredemeier,
Ihr Kanal mit Open Password, der eben auch über die engere Bibliothekscommunity hinaus ein größeres Umfeld erreichen kann, die Möglichkeiten, Webinare einzurichten. All das sind neue Instrumente, die uns heutzutage zur Verfügung stehen. Und wenn wir diese Instrumente gut nutzen, dann fällt es uns auch wieder leichter, die Bibliothek als physischen Ort attraktiv zu halten. Und auch das hat ja inzwischen eine gewisse Tradition bei ZBMed, zum Beispiel Ausstellungen und spannende Veranstaltungen vor Ort zu organisieren. Was, und das ist ja der eigentliche Titel, wird die künftige Rolle oder was kann, was soll die künftige Rolle der Bibliotheken im Wissenschaftssystem sein? Aus meiner Sicht, und dafür habe ich auch die Beispiele, die ich gerade ausgeführt habe, ausgewählt, weil sie bestimmte Dinge, drei Dinge mir verdeutlichen zu scheinen. Erstens, die Aufgaben sind zwar, wie ich vorhin sagte, alle neu und müssen auch anders als bisher wahrgenommen werden. Zweitens erfordern aber auch sie in Zukunft im Kern bibliothekarische Kompetenzen. Ja, versucht bewusst deutlich zu machen, die direkte Linie, die von den Bibliotheken im Zeitalter der Aufklärung bis in unsere heutige Zeit führen. Drittens, angesichts des kontinuierlichen und sich immer weiter beschleunigenden Wandels braucht es zudem eine kontinuierliche Fortentwicklung der Methodik. Für wissenschaftliche Bibliotheken genügt es deshalb nicht, dass sie Teil einer wissenschaftlichen Institution sind und dort angesiedelt sind und es mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu tun haben, sondern in der heutigen Zeit erfordert die rasende Geschwindigkeit der Veränderungen sowohl der Möglichkeiten als auch der Anforderungen, dass auch die Methodik wissenschaftsbasiert fortentwickelt wird, sodass auch Bibliotheken die Forschung nicht nur zu unterstützen haben, sondern auch darauf angewiesen sind, selber gute Forschung zu betreiben. All diese Aufgaben, und das ist mir ganz wichtig und würde mir auch wünschen, dass das ein gemeinsamer Impuls ist, den wir aus den heutigen Diskussionen mitnehmen können. Die Bibliotheken sind nicht von den Entwicklungen passiv getrieben, sondern ganz im Gegenteil. Sie sind dazu aufgefordert, eine aktiv gestaltende Rolle zu spielen. Und dafür ist das ja schon bereits zitierte Papier Bibliotheken 2025 hat versucht, genau das deutlich zu machen. Bibliothekarische Kompetenzen sind künftig in noch stärkerem Umfang als bisher schon erforderlich. Aber es ist offen, was das für die Bibliotheken als Institutionen in Zukunft bedeutet. Lassen Sie mich das am Beispiel der Automobilwirtschaft veranschaulichen. Es wird sicherlich auch in Zukunft Fahrzeuge geben, die von großen Firmen gebaut werden. Wir wissen aber nicht, werden es künftig die Digitalfirmen sein, die von der Computerseite, von der IT-Seite her auch das Bauen von Autos übernehmen? Oder werden es die Autohersteller sein, die Kraft ihrer Fachkompetenz der Daten, die in dem Betrieb von Autos anfallen, auch eine Digitalführerschaft erwerben können? Genauso ist es für die Bibliothek auch. Die bibliothekarischen Kompetenzen werden gebraucht, aber es hängt davon ab, wie aktiv, wie intensiv die Bibliotheken ihre Möglichkeiten nutzen oder inwieweit andere Institutionen, wenn das nicht geschieht, darauf angewiesen sind, sich dann eben die notwendigen bibliothekarischen Kompetenzen selber anzueignen und selber solche Aufgaben zu übernehmen. Das können dann die Rechenzentren der Hochschulen oder es können auch völlig neue Strukturen sein, über die wir heute noch gar nicht nachdenken. Und aus meiner Sicht, und das ist der letzte Punkt in dieser Reihe,
bedeutet das auch gar nicht, dass es ein Entweder-Oder sein kann, dass man sagt, es können nur die Bibliotheken sein oder es können nur die Rechenzentren sein oder wir brauchen etwas völlig Neues auf der grünen Wiese, sondern es wird notwendig sein, zu kooperieren, Bibliotheken und Rechenzentren auf jeden Fall, aber auch beide gemeinsam mit neuen Strukturen, die sich in der Hochschule herausbilden, aber auch darüber hinaus ausbilden. Und da ist es für mich sehr erfreulich zu sehen, dass Bibliotheken, gerade Bibliotheken, offensichtlich bei den besonders guten Konsortialanträgen im Rahmen der nationalen Forschungsdateninfrastruktur eine starke Rolle spielen, dass sie zunehmend auch im Rahmen der European Open Science Cloud sichtbar werden und auf globaler Ebene in der Research Data Alliance. All dies ist die notwendige Voraussetzung dafür, auch beispielsweise, wenn ich wieder auf die NFDI schaue, dass man gemeinsam mit den Stellen, Rechenzentren, die die IT-Kompetenz haben, auf die Fachcommunities, für die letzten Endes diese Unterstützung auch da ist, zugeht und die Angebote leistet, die für die Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler das sind, was sie brauchen, was die Bibliotheken und ihre Partnerinstitutionen auch in der Zukunft so wertvoll hält, wie sie es in der Vergangenheit waren, wie sie es heute sind und wie sie in Zukunft auch sein werden. Der Erfolg dieser Anstrengungen wird aber nicht nur über die Zukunft der Bibliotheken selber entscheiden, sondern vielmehr haben die Bibliotheken eine Verantwortung, diese Anstrengung zum Erfolg zu führen, im Interesse der Zukunft unserer Gesellschaft. Wie eingangs im kurzen historischen Rückblick gezeigt, haben Bibliotheken für die Gesellschaft eine zentrale Aufgabe zu erfüllen. In diesem Sinne hoffe ich, ein paar Impulse für weitere Diskussionen geliefert zu haben. Ich freue mich selber auch auf einen spannenden Nachmittag mit interessanten Erkenntnissen. Ich wünsche den wissenschaftlichen Bibliotheken eine starke Rolle bei der Gestaltung der Zukunft und speziell ZBMed natürlich viel Erfolg auf dem Weg zurück in die Leibniz-Gemeinschaft. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ich denke, wir haben jetzt auch hoffentlich noch ein paar Minuten Zeit für eine kurze Diskussion. Ja, vielen herzlichen Dank für den umfassenden Vortrag. Ich gab direkt die erste Frage, die war, welche bibliothekarischen Kompetenzen haben Google und Co. dieser Welt denn schon nicht? Also ich verstehe das so, dominieren es nicht die Konzerne und braucht man da die bibliothekarischen Kompetenzen tatsächlich noch? Ja, also ich bin fest davon überzeugt, dass es die bibliothekarischen Kompetenzen braucht, weil und das sieht man, wenn man selber einfach nur eine Suchanfrage in das Suchfenster bei Google eingibt, kriegt man die Angaben nach einem gewissen Algorithmus geliefert. Und dieser Algorithmus berechnet sich eben nach dem Durchschnitt, was ganz viele unterschiedliche Nutzerinnen haben wollen. Es ist aber für mich keine Aussage darüber, sind diese Informationen, die ich bekomme, sind die wissenschaftlich basiert, sind die valide, sind die qualitätsgesichert? Ist das, was ich bekomme, nur ein kleiner Ausschnitt, eine Partikularmeinung? Oder ist es etwas, was in weiten Kreisen der Gesellschaft, der Wissenschaft auch Akzeptanz findet? Diese qualitätsgesicherten Informationen kann ich nur dann bekommen, wenn ich eine Bibliothek habe, die vermag, die entsprechenden Orientierungen zu geben. Und das Zweite ist natürlich auch, dass die Bibliotheken einen gesellschaftlichen Auftrag haben, das, was an Informationen miteinander verknüpft wird in einer Bibliothek, steht der gesamten Wissenschaft zur Verfügung, während bei den wenigen großen Plattformen sind die jeweiligen Algorithmen natürlich das Geschäftsgeheimnis
um die Wettbewerbsvorteile gegenüber potenziellen oder realen Wettbewerbern zu verteidigen, sind also nicht in dem gleichen Maße für die Gesellschaft insgesamt nutzbar. Ich hoffe, also falls das damit nicht beantwortet sein sollte, gerne nochmal melden. Hier gibt es noch eine zweite, ich weiß gar nicht, Frage oder ja Aussage dazu, dass es einfach in den Bibliotheken viel zu wenig zu Metadaten und Ontologien gibt, gerade im Bereich Forschungsdatenmanagement, und dass die Forscherinnen und Forscher hier, also eine Aussage höre ich, dass die Forscherinnen und Forscher hier vertiefte Angebote erwarten, auch vor Ort, und dass eben eine Bibliothek nicht nur forschungsnah sein muss und nicht nur forschungsunterstützend. Ja, also wenn ich da kurz drauf eingehen darf, also diese Einschätzung teile ich vollständig in beiden Teilen. Also forschungsnah ist eine Voraussetzung für die Zukunft der Bibliotheken. Und was die Frage des Metadatenmanagements, Ontologien und dergleichen angeht, ist die Aussage in dieser Allgemeinheit, dass es noch viel zu wenig davon gibt, also mit Sicherheit richtig, wobei die Sachlage in unterschiedlichen Disziplinen und Teilbereichen von Disziplinen natürlich sehr unterschiedlich ist. Im Bereich der Medizin gibt es da sehr beeindruckende Dinge, oder auch also im Bereich der Molekularbiologie gibt es von Denby und dem europäischen Elixir-Vorhaben also wirklich Bahnbrechendes. Aber das sind Dinge, die längst noch nicht flächendeckend sind. Und genau deswegen ist es wichtig, dass es so etwas gibt wie die nationale Forschungsdateninfrastruktur, wo unterschiedliche Communities sich mit Konsortien entwickeln, und jedes Konsortium hat bestimmte Stärken in bestimmten Bereichen. Andere Konsortien haben ihre Stärken in anderen Bereichen. Und das Spannende wird sein, nicht nur zu sehen, wie die einzelnen Konsortien sich auf ihren jeweiligen Pfaden fortentwickeln, dort vorankommen, sondern wie es ihnen auch gelingen wird, wechselseitig voneinander zu lernen. Das wird aus dem Forschungsdatenmanagement in Hildesheim sehr ähnlich gesehen. Also man ist da mit Ihnen einer Meinung, und danke für das Statement. Ich habe noch eine Frage von Frau Münch. Und zwar fragt sie, ob Sie gute Beispiele haben für Kooperation von UWs und Rechenzentrum, gegebenenfalls noch mit Dritten, und was da für diese Kooperation gute Aufgaben wären. Also ein Beispiel, was mir spontan einfällt, aber da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, deswegen will ich das auch nicht allzu sehr vor anderen hervorheben, ist an der Universität Bielefeld, wo die Universität sehr eng mit dem Rechenzentrum kooperiert. Diese Verbindung zwischen den Leistungen des Rechenzentrums und der Bibliothek systematisch ein Baustein ist, um bei Förderanträgen, also zum Beispiel bei der Einwerbung eines Sonderforschungsbereiches, zu gewährleisten, dass sowohl das Forschungsdatenmanagement gut geregelt ist, als auch, dass man ein Informationsangebot für die Forschenden aus einem Guss hat. Muss ich natürlich Fragen stellen, die mehr IT-mäßig Richtung Rechenzentrum gehen oder mehr ordnungssystematisch, auch fachbezogen Richtung Bibliothek gehen. Und wenn beide eben einen One-Stop-Shop bilden können, dann ist das für den einzelnen Nutzer, die einzelne Nutzerin dann eine sehr große Erleichterung. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine letzte Frage, die da ist, und nämlich von Frau Sollmer. Produkte. Aspekt ist Ihrer Meinung nach im Moment der wichtigste in wissenschaftlichen Bibliotheken? Ja. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Du warst gerade kurz weg. Okay. Danke.
Klar, es gibt noch eine Frage von Frau Sollmann, und zwar, welcher Forschungsaspekt ist Ihrer Meinung nach im Moment der wichtigste für wissenschaftliche Bibliotheken? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es einen wichtigen Aspekt gibt, aber der größte Mehrwert in der Nutzung von Daten liegt darin, Daten nicht nur für den Zweck nutzen zu können, für den sie ursprünglich gewonnen waren, sondern die Daten mit ganz anderen Aufgaben verknüpfen zu können, für die diese Daten ursprünglich nicht bestimmt waren. Ein paar Felder hatte ich ja vorhin auch genannt. Um das tun zu können, braucht es neue Methoden, wie man solche Verknüpfungen effektiv generieren kann. Und ein Teilelement davon ist auch das automatisierte Annotieren von Daten mit solchen Informationen. Das ist aus meiner Sicht ein wichtiger Teilbereich, um noch eine Menge an Potenzialen, die in den Datenschätzen, die wir heute haben, noch effektiver heben zu können. Vielen Dank. Daten ist natürlich auch bei ZBMed ein großes Thema und Themenfeld.